Lukas Cordalis, verschweigt er seiner Daniela Katzenberger was? Lukas Cordalis, 55, ist bereits seit mehreren Jahren glücklich verheiratet mit Daniela Katzenberger, 36. Die beiden haben eine Tochter, die kleine Sophia, 7. Doch jetzt hat Lukas Dschungelcamp mit Streiter Luigi Gigi Birofio, 23, Eheprobleme des Paares angedeutet. Gigi, der bei der diesjährigen Staffel der RTL Reality Show Ich bin ein Star, holt mich hier raus, den zweiten Platz belegte, zeigte sich nach der Teilnahme auf einer Pressekonferenz gegenüber seinem Konkurrenten Lukas zuerst versöhnlich. Ich wünsche ihm ganz viel Liebe, so der zweitplatzierte T-Online zufolge. Die beiden waren im Dschungelcamp öfter mal aneinander geraten. Doch dann überrascht Gigi mit einer Aussage über die Ehe von Lukas und Daniela, ich hoffe. Er spricht auch viele Sachen zu Hause an, denn er hat mir mal gesagt, er spricht viele Sachen in der Beziehung nicht an, um die Beziehung instand zu halten. Für ihn würde so ein Verhalten keinen Sinn ergeben. Sagt er weiter, eine Beziehung ist dafür da, um sich gegenseitig zu unterstützen bei Fehlern. Anführungszeichen. Was genau Gigi damit meint, bleibt unklar. Dennoch dürfte sich der eine oder andere gefragt haben, ob er andeutet, dass Lukas seiner Daniela daheim etwas verschweigt. Es könnte aber auch einen anderen Grund für Lukas Zurückhaltung im Dschungelcamp geben. Erst kürzlich hatte der Sohn von Schlagersänger Costa Cordalis, 75, in einem Interview die Frage beantwortet, warum er im Dschungelcamp so wenig Privates preisgegeben habe. Mein Privatleben ist schon so breit getreten in Medien, da wollte ich die Leute einfach nicht langweilen, so seine Begründung. Lukas Cordalis ist seit 2014 mit Daniela Katzenberger liiert. 2015 wurde die gemeinsame Tochter Sophia Cordalis geboren. Die Hochzeit des Paares fand 2016 statt. Verwendete Quelle: T-Online.